Neue Mittelschule, Hauptschule, Gymnasium, gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen, Ganztagsschule, Schule mit Nachmittagsbetreuung. Welche Schulform ist die richtige? Derzeit gibt es das Gymnasium und die neue Mittelschule. Die neue Mittelschule hat die Hauptschule ersetzt und besteht seit 6 Jahren. Ursprünglich wollte man eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen. Wir sind die 3. Klasse der neuen Mittelschule Helfenberg und haben uns Gedanken über diese Schulform gemacht. Herzlich willkommen zu unserer Radiosendung. Beim Radio-Workshop im Wissensturm machten wir Straßeninterviews. Viele der Befragten interessierten sich nicht für Schulfragen, weil sie keine Kinder in diesem Alter haben. Auf die Frage, was fällt Ihnen ein zum Thema neue Mittelschule, bekamen wir neben fragenden Blicken auch noch diese Antworten. Dass ich es prinzipiell eine gute Idee finde, dass es wahrscheinlich für die Schüler eine sinnvolle Art ist, also dass man einfach aufnahmefähiger ist und länger Zeit hat, den Stoff, der jetzt so komprimiert war, besser aufzunehmen, ja. Ja, ich denke, dass so wie es jetzt angelegt ist, die neue Mittelschule, ohne dass man die Lehrkräfte, die bisher in der Hauptschule waren, aufschult ein bisschen und auf neuen Stand bringt und auf neuen Wissensstand bringt, glaube ich, macht es noch nicht viel Sinn. Es gibt keine Leistungsgruppen mehr, auch einen Ganztagsunterricht und es gibt aber, glaube ich, Förderunterricht, mehr weiß ich auch nicht. Neue Mittelschule ist noch nicht ganz ausgereift und ich glaube, da gibt es grundsätzliche Auffassungsunterschiede, ob man das traditionelle Gymnasium beibehalten soll, die traditionelle Hauptschule beibehalten soll. Und ich glaube, die neue Mittelschule hat noch nicht den Sprung geschafft, dass eine wirkliche Alternative ist. Ja, ich finde gut, dass es das jetzt gibt, aber es ist die Frage, ob es wirklich so umgesetzt wird, wie es ursprünglich gedacht war, also dass eben Professoren und Hauptschullehrer miteinander unterrichten. Also weiß ich nicht, ob das in der Praxis wirklich so funktioniert. Neue Mittelschule soll der Ersatz sein für die Hauptschule sozusagen. Dem Jungen eine bessere Ausbildungsmöglichkeit und einen Aufstieg in die höheren Schulen zu ermöglichen. Ja, nachdem ich selber sehr lange Lehrerin war in der Handelsakademie, habe jetzt gesehen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert mit dieser Zusammenarbeit mit der allgemeinen bildenden höheren Schulen. In der neuen Mittelschule unterrichten jeweils 2 Lehrkräfte in den 3 Hauptfächern. Gute und weniger gute Schüler haben gleiche Chancen. Lehrer und Lehrerinnen versuchen, die Stärken der Schüler zu entdecken und sie zu fördern. Wir wollten von den Passanten und Passantinnen wissen, was sich in der neuen Mittelschule im Vergleich zur Hauptschule verändert hat. Kann ich schwer beurteilen, weil ich das, da habe ich zu wenig Einblick, aber ich glaube, die Fächer sind anders oder das mehr Lehrer oder es ist intensiver, der Unterricht nehme ich an. Oh Gott, da bin ich echt schlecht informiert. Ich weiß den Unterschied nicht. Ich finde es prinzipiell sehr blöd, dass man sozusagen Leistungen von Jugendlichen und Kindern einfach sozusagen, also wenn man jetzt nicht so schnell aufnahmefähig ist, dass man gleich in eine Dreierleistungsgruppe kommt, weil es ist, ich finde, keine Motivation und ist auch für die Jugendlichen jetzt ja eben nicht Motivation, an sich zu arbeiten, sondern da wird man einfach abgestempelt und sagt, du bist schlecht und du bist gut, weil du hast einen 1er und du hast einen 3er. Und ich bin mir sicher, dass es sehr, 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 sehr viele Erwachsene gibt, die in der Schule nicht so gute Noten hatten, aber dann trotzdem einen tollen Job bekommen haben. Und das ist, finde ich, für die Entwicklung der Jugendlichen sehr gut. Es sind im Prinzip diese Leistungsgruppen in dem Sinn weggefahren, die es das gegeben hat. Diese, ich glaube, da hat es zwar so A und B Zug gegeben ehemals. Und jetzt denke ich, dass insofern besser wird oder besser werden kann, wenn man wirklich das System durchzieht, dass man sagt, man fördert die Schwächeren und man fördert die Stärkeren mit mehreren Lehrkräften. Dass sich vielleicht die Qualität verbessert, dass die Schülerinnen und Schüler mehr Wissen haben können, weil sie ja aufgrund ihrer Neugierde geschult werden. Es gibt ja Kinder, die wollen mehr wissen, andere wollen halt weniger wissen. Früher hat man gesagt, sie sind faul und fleißig. Ich würde es so ausdrücken. Und ja, ich glaube, das ist der Unterschied dazu. Verändert hat sich das heute von der Ausbildung her der Lehrkräfte, dass die eine umfassendere Ausbildung erhalten sollen
und dass es hier eine gemeinsame Unterrichtsform ist für die 10- bis 14-Jährigen. Naja, erstens einmal wird bis 14 also mal gemeinsam unterrichtet, das finde ich schon sehr positiv. Wir haben ja auch dann ja auch immer Lehrer in die neue Mittelschule geschickt und haben ja gar nicht gesehen, dass dass der Lernerfolg eigentlich wesentlich besser ist. Bei einigen Aussagen wurde die neue Mittelschule mit einer Gesamtschule verwechselt. In der neuen Mittelschule gibt es keine anderen Fächer, wie auch behauptet wurde. Für viele Passanten war die Abschaffung der Leistungsgruppen die einzige greifbare Veränderung. In der neuen Mittelschule gibt es Kinder-Eltern-Lehrer-Gespräche. Das heißt, dass die Kinder lernen, ihre Stärken vor den Eltern und Lehrern zu präsentieren. Zusätzlich zu den Noten gibt es auch eine schriftliche Leistungsbeschreibung. Da wir auch viele schlecht informierte Passanten trafen, befragen wir diese, woher sie ihre Informationen haben. Diese Informationen lese ich in verschiedenen Aussendungen und auch in den Diskussionen, die entweder auf politischer oder administrativer Ebene geführt werden. Ja, über die Medien, über die Zeitung und übers Fernsehen. Aus Medien bzw. von meinen Enkel. Ich kenne eine Hauptschullehrerin und die ist jetzt Lehrerin in einer neuen Mittelschule. Ich kenne einige Freunde von meiner Tochter, die eben in die neue Mittelschule gehen und daher habe ich ein paar Sachen gehört sozusagen. Ja, ich habe zwei Enkelbuben, die sind zwar erst in der Volksschule, aber man kriegt halt das dann, man schaut sich einfach das Schulsystem dann näher an, wenn man irgendwo da betroffen ist und von daher weiß ich das einfach. An der neuen Mittelschule gefällt uns der gemeinsame Unterricht, dass die schwächeren Schüler bessere Chancen haben, dass zwei Lehrer in den Hauptfächern da sind. Aber unseren Burschen gefällt das Textilwerk nicht. Wir hoffen, dass der Beitrag für Sie interessant und lehrreich war. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.